Hallo zusammen, heute wieder mal aus der Werkstatt. Und zwar habe ich hier zwei Kühlboxen von VW California. Da ist ursprünglich ein BD 2,5 oder sogar ein 3er oder ein 2er verbaut. Das ist der alte große Kompressor. Und der hat ein Serieproblem. Die Jahrgänge 88 bis 94 entlädt sich der Dauermagnet und dann startet der Kompressor nicht immer. Das heißt, was kann man machen? Diese Kompressoren wurden 1998, wurde die Produktion eingestellt. Die Steuerung gab es dann noch irgendwann eine Serie dazu. Da ist zum Beispiel dann diese Steuerung verbaut oder bei den alten Modellen die Steuerung hier. Aber das nützt nichts, die zu ersetzen, sondern der Kompressor hat ein Problem. Also das heißt, ganzer Kompressor ersetzen. Am besten die Box ausbauen und schicken. Die Box liegt jetzt hier, das ist der Deckel, der ist jetzt umgekehrt drauf, der kommt eigentlich so drauf. Und hier drin ist jetzt ein neuer Kompressor. Hier ist die Steuerung, das ist diese Sekup-Steuerung. Hier sehen wir dann die Anschlüsse auf der Seite. Plus, minus ist die Zuleitung. Und ich wollte euch hier das Elektroschema vom alten dazulegen. Hier sind diese Kabel, die gehen auf plus, minus vom alten Elektroschema, gehen hier drauf. Der Ventilator ist auf F und C hier und heute ist er dann auf plus und F. Den Signalausgang, den habe ich hier nicht angehängt, D, weil das führt zu Störungen von der Box. Ich sehe auch hier nicht sehr viel, nur dass sie Unterspannung hat. Aber ich sehe auch auf dem Display vom California, was für eine Spannung ist auf der Batterie. Und dann habe ich Signal, die Temperatursonde ist immer noch gleich. Die ist von VW. Oder von California. Und dann habe ich ein Signal auf T. Beim alten kommt das Signal hier ab dem Stecker direkt auf die Steuerung, also die alte Steuerung, und beim neuen geht das nicht. Durch das brauche ich so ein Signalumwandler, Verstärker oder wie man dem sagen will, der kommt dann hier drauf. Man sieht ihn hier unten und der wird hier dann auf diesem Kabel angehängt und so wird das Signal von der California hier adaptiert auf diese Steuerung von Sekup. Und so befindet sich hier jetzt ein neuer Kompressor drin. Aktuell ist das Kältemittel hier noch R134A verbaut. Das geht im Fahrzeugsektor. In Zukunft werden wir hier umstellen auf das Kältemittel R600A. Also ein natürliches Kältemittel ist technisch eigentlich kein Problem. Nur das ganze Kühlsystem muss für diesen Zweck, ich sag mal, gespült werden. Aber das ist technisch keine Hexerei. Weiter, man sieht es hier, haben wir ein Füllventil drin, dass man das Kältemittel füllen kann, da muss man also nichts machen, das ist so mit diesem Füllventil, das ist drin und gehört dazu. Man könnte es wegschneiden, was original passiert ist. Ja, das ist ein Gerät von Electrolux heute, also ein Vorgänger von Dometic. Wir machen solche Reparaturen in den Wintermonaten, Fremdgeräte oder wenn wir Winterzeit haben. Sobald wir Sommerzeit haben, machen wir diese Reparaturen nicht mehr bei Fremdgeräten, auch alle anderen nicht mehr. Haben wir genügend zu tun mit den eigenen, was wir schon die letzten 50 Jahre verkauft haben. Da gibt es mal irgendwas zu machen. Also ihr habt die Möglichkeit, so eine Box, wenn wirklich der Kompressor kaputt ist, wenn er hier und da nicht anläuft, auszubauen und uns zuzusenden, aber eben ab Ende der Sommerzeit.
Ich verlinke euch hier zwei Videos, auch vom VW California. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.